Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme. Ja, ich habe eine kurze Aufnahme gehabt von 2 Minuten, dann ist das Spiel, also samt PC Bluescreen, abgestürzt. Ich darf also wahrscheinlich nicht 2 Folgen auf einmal, also nacheinander aufnehmen. Das macht es ein bisschen schwieriger, aber eben, es ist wirklich auch ein tolles Spiel. Es hat einfach, ja, es liegt ja nicht mal unbedingt am Spiel, eher am Aufnahmeprogramm. Es wurde in letzter Zeit wirklich auch diskutiert überall, dass Aufnahmeprogramme immer mehr zu Abkürzen führen. Also es kann sein, dass es halt einfach ein bisschen doof wird, Sacred 2 aufzunehmen für mich. Aber so ist das einfach. Ja, das Leben, man bekommt manchmal von Games einfach zu wenig Unterstützung von Entwicklern und so. Der Entwickler ist tot, gibt keine Updates mehr, es ist auch schon ein bisschen älter. Ich habe so Sehnsucht nach einem dritten Teil, der richtig dritte Teil ist und nicht einfach so dieses Werbe-Sacred 3, was komplett anders ist und ja, auf jeden Fall einfach mehr Content. Auch wenn das Spiel schon riesig groß ist. Natürlich. Nee, die greifen wirklich Wildtiere an, die Bären. Oh. Böse Bär. So, ich bin einfach ziemlich glücklich noch, auch wenn mir das Spiel einfach so richtig manchmal technisch auf den Eimer geht. Also jetzt nicht wegen den Abwürzen, aber so wegen dem, ja, dass Minions nicht immer angreifen, dass manchmal auch der Bluescreen, der Bluescreen kommt ja wegen den Aufnahmen. Jetzt erklär mir das mal kurz, wie das heißt. Blaufilter oder so, oder? Nicht immer wirkt in diesem Spiel. Prime and Polbait Modus. Habe ich einfach so dieses stechende Blaulicht noch drin. Ah, wieso hat man das überhaupt irgendwie erfunden? Oder ist es einfach ein Nebenprodukt oder man hat es gar nicht erfunden? Aber Blaulicht macht ja recht müde und so zu grillen. Die Augen gehen dadurch kaputt. Ja, und jetzt hat ja nicht jeder Monitor, glaube ich, Blaufilter, beziehungsweise man kann es irgendwie auch einstellen lassen. Ja, noch nicht alle, aber ich habe jetzt bisher immer nur Blaufilter-Monitor gekauft. Und die sind halt auch ein Stück teurer, denke ich. So, wo müssen wir hin? Wir müssen wieder. Ah, da ist die andere Quest, genau. Je mehr Quests wir machen, desto mehr ist auch die Erhöhung der Drop-Chance für Set-Item nach dem Abschluss oder dem Weiterführen von einer Quest. Also es droppt random dann ein Set-Teil. Und da hätten wir eigentlich, jo, es gibt nicht so viel Auswahl von verschiedenen Stärken von einem Set oder so. Also wahrscheinlich so 15 Levels oder so mal. Aber dennoch könnte man das verkaufen, dann nutzen oder so, aber am Anfang braucht man halt einfach Set-Items. In diesem Spiel sind Set-Items so wichtig wie nirgends in einem anderen Spiel. Gibt ja auch selten Set-Teile. Wieso, liebe Entwickler, habt ihr nicht Lust auf Set-Teile? Keine Ahnung. Ich hätte Lust zu entwickeln. Kann mir jemand mal ein bisschen besser beibringen, wie man das macht? Unreal Engine am besten oder so. Gibt's auch ein bisschen mehr Unterstützung beim Scripten. Gerne einfach mal einen Kommentar schreiben. Für jede Hilfe ist natürlich die Belohnung auch sehr gut, da ich sehr aktiv entwickle. Was ich mache, ist Mappen und das mache ich jetzt momentan lieber in Minecraft einfach als so ein kleines Spiel. Im Kreativmodus tue ich mich ein bisschen austoben. Aber das habe ich da schon ein Video auf YouTube veröffentlicht. Einfach mal ein bisschen nachsehen. Heißt einfach Minecraft Bedrock Schönbau. So, hier ist irgendwo eine Truhe versteckt, die richtig groß ist, aber die irgendwie nicht gut wirft. Die wirft einfach zu wenig gute Babys. So, ja, Wildschweine sind überaus stark. Blaue. Jetzt geht es auch nicht gerade so gut, dass wir so früh hier sind.
Die Stufe ist übereinstimmend, nur die mehr Schaden gehen. Ich finde die Musik wirklich toll von Diablo 2. Es ist aber, glaube ich, nicht alles Diablo 2. Also es gibt vielleicht auch noch andere Musik. Oder ich kenne einfach nicht jedes Musikstück. Ich habe sehr lange ohne Musik gespielt beim Mods. Diablo 2 Mods. So, also hier oben ist die Truhe, die wirft einfach sehr schlecht. Keine Ahnung, wieso die Entwickler große Truhen schlechte, also weniger Items oder so, droppen lässt. Wirklich eine schöne Truhe, sehr schön designt und so. Sieht aber so aus, als würde sie aus der Wüste das kommen. So ein bisschen Kirchen. Was ist das für eine Musik? Wo kommt die vor in Diablo 2? Sie kommt mir sehr bekannt vor. Aber nicht welches Gebiet. So. Oder sie ist einfach so eine Nebenmusik, vielleicht von einem Trailer oder so. Gut. Jo. Aber nur Geld bekommen. Kein Set einem. Und der andere Quest gäbe es da unten irgendwo. Nochmals diese Musik. Okay. Das ist die Nachtmusik. Gibt es die im Hauptspiel auch irgendwo in der Nacht? Vielleicht in Harrogath oder so? Irgendwo in einem, ja, weniger kriegsvollen Gebiet. Schön gemütlich. So, also noch ein Level und dann haben wir auch Konstitution. Ist halt einfach das Lebenselixier. Gibt viel mehr Leben. So, also wie kommen wir jetzt hier? Falsch greifen. Hey, geh weg, du Stein. Drago mal wieder mit seinem schlechten Wortschätzen. Falschen Äußerungen. Genau, Hirsch. So, Schweizer sind so Steinbock-Menschen. Also, die haben also den Steinbock im Kopf. Sind ja tolle Tiere. Also, was die für alle Athletiker. Heyo. Ja, das Spiel ist auch ein bisschen ablenkend, das merke ich gerade. Die Gegner sind so schwer, als wenn sie einfach öfters auftauchen und bringt mir eine Probe und gestellt mir Tina-Erz. Mhm. Eben, es ist morgen um 5.16 Uhr. Ich bin noch nicht ganz so fit. Ich bin noch nicht so wach. Ja, rare Gegner machen sehr viel Schaden. Aber ist noch gut. So, da haben wir es. Schön, dass die Minions auch überleben. Ich habe ja, glaube ich, im letzten Part oder so eine Situation gehabt, wo der Golem gestorben ist dann. Ah, hier ist eine Falle. Die ist gut gelegen. Sie hat mich noch nicht getroffen. Also nicht zu nahe gekommen. Hier ist ein Nest. Das sind aber eher Skelette. Das sind fleischfressenden Bären. Ja, sind ja, also sie sind, glaube ich, auch ziemlich fleischfressend, oder die Bären. Aber meistens haben sie natürlich Honig, gern Fisch. Ja, Fisch ist ja nicht Fleisch, oder? Man tut sie einfach ein bisschen trennen. Und ja. Wir haben in der Schweiz auch übrigens gerade momentan einen Bären in Italien. Oder ist das einfach die News aus Italien, oder? Da ist leider eine gute, also eine wichtige Bärin mit Kindern gestorben. Oh, schon ein bisschen länger her. Aber so ist der Mensch, der muss immer Angst haben um seine Nutztiere und so. Auch manchmal echt Skrupel auf Raubtiere und so, ist echt, ja, gemein. Was der Mensch eigentlich machen kann. Es ist eine Tierwelt, es ist eine Gruppe, wo wir dazugehören und so. Also wir sind auch Tiere eigentlich. Wir sollten auf uns alle Acht geben und nicht so arrogant und egoistisch sein als Mensch. In Menschform. In Spielen, klar, ja, als Feind.
Aber ich glaube, ein Bär würde einen Menschen gar nicht so angreifen. Und wenn, dann kann sich der Mensch auch Bär dagegen sich wehren, wenn es sich traut. Aber nur wegen ein paar Schafe, die gerissen wurden oder so als Abschussopfer oder so deklarieren, als Jäger, als Beute und so, ist natürlich böse. Da müssen halt die Nutztiere besser geschützt werden. Und nicht einfach irgendwie, oh, er kommt, schießen wir ihn ab, weil er auf meiner Weide steht oder so. Das auch. Sondern vertreiben. Wieso gibt es Betäubungsschüsse, wenn sie nicht genutzt werden? Ist auch ein bisschen gemein, was der Mensch so macht. Aber gut, ja, Mensch, beim Mensch muss es halt immer sehr effizient sein und alles. Ich will das noch ein bisschen verteilen. Und schaue ich noch, ob ich ein Item bekomme. So, es ist einfach nicht gerade das, der Drop. Also der ist ja mit Level 30 dann stark gestiegen. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. So, ich tue auch mal die Runen sammeln und ja. Splitten tut man übrigens mit Umschalt, also Shift. Und Linksklick, glaube ich. Tut man die wieder trennen, weil man kann sie sonst nicht umwandeln. Die gehen nicht in den Slot rein zum Umwandeln. Man muss sie einzeln reinnehmen. So, wir haben Händler erreicht. Einen Händler. Und da ist dann die Piratenquest. Anhänger der Händler. Jo. Schönes Gebiet. Auch eine tolle Ebene. Das Gebiet, wo man gut leveln kann. So. Falls ihr also bei Gold oder so seid und ihr wollt ein bisschen leveln, bevor ihr weitermacht in der Kampagne, oder ja, die Kampagne auch beginnt oder zuerst mal, geht am besten hier hin. Jo. Also ihr seht, die Items haben hier viel mehr Bonis. Auch so andere Items noch, die wir nicht so gebrauchen können. Chance, Untote zu bannen ist sehr gut und auch die. Ich muss unbedingt die Rüstung mal setzen. Rüstung physisch ist sehr gut. Ja, Ranger ist, glaube ich, nicht eine Fähigkeit. Es ist sehr teuer, ich kann es mir noch nicht leisten. Ich würde aber gerne nicht so auf MFG noch, sondern eher defensiv gehen. Aber es kostet noch mehr, 42.000. Einen Schulterplattenpanzer haben wir schon mit physisch. Ist ein bisschen mehr. Hat auch Verteidigungswert, Blockchance, Nahkampf ist auch sehr gut. Ich würde gerne den mal nehmen, der ist wichtig. Einfach, dass wir auch Items haben auf unserem Level, damit man mehr Rüstung hat noch drauf und so. Schaden physisch ist auch sehr wichtig. Machtstoß ist keine Fähigkeit. Das ist hier. Seelenraub ist keine Fähigkeit von uns. Schuldpanzer haben wir immer auch mit Rüstung. Kein MF drauf. Also Seelenstoß ist keine Fähigkeit. Okay. Schaden physisch. Machtstoß auch nicht. Das ist Seelenstoß, Machtstoß und Seelenstoß. Also. Ist auch nicht so wichtig. Rüstung Feuer brauchen wir auch noch nicht so stark. Es gibt ein Gebiet, wo wirklich das nötig ist, dass man sonst zu viel Schaden bekommt. Gegnerrüstung physisch. Chance, Gegner zurückzustoßen. Wäre ziemlich gut, aber ich brauche das jetzt nicht. Also wirklich sehr wichtig. Ich habe ja hier auch so Zauber, ja, Schaden. Gift ist jetzt gerade nicht so wirksam. Schadenfeuer ist ja auch nicht gut für uns. Nützlich. Lassen wir einfach noch Zauberstabkämpfer brauchen. Ja. Also ein Ring fehlt uns noch, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt mein Geld dafür verwenden, ja, den Ring zu kaufen. Ja,
Ja, vielleicht doch. Der wird uns ziemlich helfen. Wir haben genug Geld, wir könnten eigentlich die Rüstung holen. Ja, sehr wichtig. Ihr werdet später merken, wie uns das hilft. Jetzt sage ich mich, das ist nicht die Rüstung, das ist eine andere Rüstung. So, Vitalität und Lebensregenerierung ist auch sehr stark. Wir haben aber 36 Rüstung und 34. Was ist jetzt diese Rüstung? Okay, es war die Rüstung. Ist einfach irgendwie ein bisschen zu schwach für den Preis. Ich frage mich, wo das 36. Auch ein Weg nicht. Okay. Habe mich entschieden. Gekauft, gekauft ist gekauft. So, also sind wir da auch ziemlich fertig. Habe ich jetzt hier ein Item schon aufgenommen oder ist es despawned? Die spawnen irgendwie wegen Multiplayer. Es läuft ja immer über Multiplayer einfach. Jo, also von der Struktur her. Jo. Können uns sehen lassen. Also jetzt machen wir noch schön ein bisschen von der Quest. Ich denke, das ist lösbar noch. Wir müssen einen Speer finden, der in dieser Höhle hier ist. Es dauert halt ein bisschen länger. Der Mod ist schwieriger, man muss halt auch ein bisschen ja, mehr kämpfen und so. Ein bisschen vorsichtiger sein. Aber jo, es ist ziemlich... Dankeschön, dass du mir blockierst hier. Danke. Diese tun Minions einen manchmal blockieren. Das ist ein Bug. Sonst läuft man eigentlich durch. Ja, es macht aber dafür auch viel mehr Spaß. Der Mod hat wirklich sehr viele Sachen besser gemacht als das Hauptspiel. Und wir haben einen versteckten Schatz direkt. Ja, das sind hier irgendwelche Piraten. Und ja, jetzt müssen wir das im Bericht erstatten. Zurück beim Quest gehen. Es gibt übrigens beim Inquisitor ein paar Easter Eggs. Wenn es euch interessiert, euch vielleicht noch nicht spoilern lassen solltet oder so, es gibt einfach ein paar Anspielungen. Auf einen gewissen Papa. Und auch andere Sachen. Das war nun fast zu einfach. Also wenn ihr die Meme kennt, oder? Einer ist ja der Vati und der andere ist der Papa. So, Blutzunge. Okay, das ist einfach ein General von ein paar Piraten. Genau weiß ich jetzt nicht, wie sie heißt, die Piraten. Aber ja, ist ja gut so. So sind die wieder da. Was habt ihr hier verbrochen? Also mal wieder down machen mit den Lumpen. Und auf jeden Fall im nächsten Part werden wir danach noch einen Schatz finden. Das ist übrigens etwas, was ich direkt gefunden habe. Aber es ist ein bisschen versteckt. Ihr müsst einen Schlüssel suchen. Aber ich habe ihn direkt gefunden, weil ich natürlich immer gerne alles ein bisschen... durchforsche, wenn ich alleine spiele. Ich tue jetzt nicht gerade alles erforschen mit euch zusammen, also es dauert einfach zu lange und es ist auch ein bisschen langweilig. Aber so, wenn ich Zeit habe, also Zeit habe ich immer, wenn ich alleine spiele, ich spiele auch sehr wenig alleine, und dann habe ich eigentlich immer alles gut gefunden und also Ignis Magica, eine seltene Einhülligkeit. Das heißt, ah, ein Zauberstab mit Zauberintensität 18%. Oh, und Todesstoß. Mega gut, also unbedingt nochmal sprechen. Das zweite Mal mit diesem Item direkt nacheinander. Jo. Aber ja, die haben sehr viel Rüstung. Die haben nur 38 Schaden bekommen. Also der.
So, wirklich ein schönes Gebiet hier. So ein verstecktes Dörfchen von den Piraten. Und auf dem Bild ist das Wohnort vom Schütz. Ja, die Leiter fällt ab. Der Fisch fällt auf. Das Lagerfeuer fällt auf. Okay, dieser NPC. Captain, ja, ich stehe nur herum. Es ist dieser kleine Stein dort. Dieser. Bestes Versteck, das ist richtig random. Gut, also einen Schlüssel haben wir. Wir können zum Versteck. Und der ist natürlich bei Blutzunge, wieso nicht? So. Mehr haben wir hier eigentlich auch nichts zu tun. Hier ist noch ein Askron-Mitarbeiter. Das ist toll, dass sie sich im Spiel verewigt haben. Kann ich ja in meinem Spiel auch machen. Für euch. Ihr seid keine Entwickler vielleicht, aber könnte das Fan, das Helfer und so. Natürlich auch in einem Spiel sein, was ich entwickle oder jemand anders für mich entwickelt. Jo, ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich jo, sehr gerne Schriftsteller, aber ich veröffentliche meine Geschichten nicht. Ich schreibe so viel. Ich mache immer, also ich schreibe sehr gerne während dem Hochladen von Videos ein bisschen Geschichten. Und ich lese jetzt erstmal ein bisschen, also nicht gerade die Hauptgeschichte und so, alles mögliche. Oh, Items. Hä, wieso sind die einfach so am Boden, die Items? Sind das irgendwelche Mod-Items, die der Hersteller da reingetan hat? Oder ist das ein Bug? Darf eine Kiste oder so gewesen sein? Ja, dass ich meine Geschichten oder einfach irgendwie gar nicht so veröffentlichen kann. Ich bin einfach so... Boah, ich bin fast gestorben. Wie viel Schaden da einer macht. Gut. Nicht mal rare Gegner gewesen. Es kann sein, dass das Gebiet ein bisschen zu schwer gerade ist. Dass die Gegner einfach zu viel Schaden machen. Ja, solange sie jetzt nicht rare sind und mächtig mega Schaden machen, überleben wir das hoffentlich. Blutzunge ist mir nicht so vorgekommen, als würde der stark sein. Bin aber auch noch nicht so viel mal gesehen. Genau, also dass ich da ja schon ein bisschen Respekt habe. Ich möchte nicht Geschichten rausbringen, die wirklich zu wenig durchdacht sind, Rechtschreibung falsch ist oder so. Ja, und den Verlag, das ist ja das Problem, oder? Es gibt ja auch Online-Verlage, aber ob die wirklich auch zu Vertrauen sind und da ist, die kriegen ja das meiste Geld, dann nicht ich als Autor. Muss ich mal schauen. Aber jetzt erstmal das Minecraft-Projekt wirklich auch durchsetzen, dann vielleicht eben auch auf, ja, dass das hier auch ein bisschen besser noch wird, wenn mehr Zuschauer bringt oder so. Livestreams auf jeden Fall dann auch ein bisschen lohnenswerter sind, dass ich sie auch machen möchte. Und ja. So, Konstitution, wichtig. Also, Blutzunge. Wir haben noch Zeit für den Schatz, vielleicht nicht ganz oder so. Wir öffnen ihn einfach im nächsten Part. Nein, ich will Cliffhanger und so nicht machen. Ja, ja. Der hat irgendwie ein bisschen selbst getan. Ich hoffe, das ist nicht zu stark. Lol, der ist schon torn down. Okay. Gut, dann gehen wir Schatz holen. Ja, ich... Wir haben noch 6 Minuten. Das Gebiet ist halt auch recht groß. Muss ich vielleicht doch im nächsten Part dann so ein bisschen beginnen. Weil ich hier auch noch ein Beet brauche, aber das können wir jetzt im Part noch machen. Jetzt einen schönen Ausblick auf ein Schiff. Oh, schönes Bild. Kann man hier hoch? Schon ist das Beet gemacht.
Lieb noch schon. Ja, das Bild ist gemacht. Es gibt kein Feedback. Es ist aber im MSI Afterburner, falls ihr denkt. Oder wollt einfach auf ein Screenshot-Programm. Das euch auch vielleicht ein Page ein bisschen ja, besser ja, dastehen lässt. MSI Afterburner. Wirklich ein gutes Programm. Hilft bei mir auch bei gegen Bluescreens manchmal oder Überhitzungen von der Grafikkarte. CPU und so, glaube ich. Ja, da einfach manche Spiele irgendwie nicht gut laufen. Irgendwelche Hardware. Ich einfach irgendwie nicht verstehe. Früher war einfach alles immer leichter. Es wird immer wie schwerer gemacht im Gamen. Hm? Wieso ist das so? Wieso muss man so leiden? Gamer sein ist sehr schwer. Ja, guckt mal, die Drillingsschwestern. Und da ist noch ein Gegner, der eigentlich hier nicht sein muss. Was ist das für eine Musik? Das ist auch Akt 5, glaube ich. Oder Akt 4. Ich höre es leider auch nicht so gut jetzt im Kampfgeräusch. Muss ich die Musik ein bisschen lauter machen? Man muss es immer wieder neu einstellen. Man startet das Spiel und hat so mega laut. Maximalen Einstellen. Irgendwie tut der Mod nicht mehr so die Grafik- und Soundeinstellungen. Also nur die Soundeinstellungen nicht speichern. Auch zum Beispiel Vollbild. Das Spiel startet bei mir immer im Vollbild und ich muss immer zuerst Vollbild wegmachen, Fenstermodus an. Wo ist eigentlich der Borderless-Fenstermodus? Ach, liebe Entwickler, kommt einfach wieder zurück. Was wurde mit dem Spiel? Wer hat die Daten? Unbedingt irgendwie jemandem geben, damit das Spiel wieder weiterentwickelbar ist. Das ist so ein geiles Spiel. Und ja, da geht's nicht so gut. Jo, dann beende ich mal den Part. Oder wir gehen einfach noch mal kurz hier runter. Damit ihr noch ein bisschen mehr Content habt für den Part. Und nicht so warten müsst. Oh, jetzt ist irgendein Spiel kurz. Gut, okay. Ihr habt wahrscheinlich das Bild, ja, das Bild noch gehabt. Ich habe das Bild nicht gehabt. Ist einfach minimiert worden. So. Und es geht immer einige Zeit, bis es wieder da ist, das Bild. Es muss geladen werden. Das Aufbauen der Texturen dann ist immer so mega langsam. Ich hätte schon gedacht, ich wäre gestorben, weil ich nichts mehr machen konnte. Das ist eine schöne Gegend. So eine Höhle. Wasser und ja, ein Schiff. Plus noch ein Gebäude. Richtig toll. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Sacred 2 habt, ob ihr das gewusst habt, dass hier eine Höhle ist. Piratenschatz und so. Ich denke, die meisten sind wahrscheinlich schon hier noch durchgegangen. Gibt auch viele Menschen, die einfach nicht gerade alles anschauen und deshalb eigentlich auch nicht so etwas finden. Der Zufall. Ja, ist richtig toll. Und ja, ich bekomme immer noch ein bisschen wenig Zuschauer. Ich habe ja erst wieder am April öfters wieder ja, Let's Play und so das gemacht. Da ich ja sehr lange gelivestreamt habe und so wenig Zuschauer. Es ist einfach nicht gerade so gut gestiegen. Viele haben auch wieder relativ schnell aufgehört zum Zuschauen oder so. Ist ein bisschen schade, oder dass Menschen manchmal doch eher gelangweilt sind, vielleicht Depri oder einfach auch nicht so gewählt sind, jemanden zu unterstützen, weil sie selber Probleme haben. Kann ich mega verstehen. Aber ihr müsst wissen, ich habe viel mehr Probleme. Mit so vielen Krankheiten und einfach auch ja, Lebensprobleme. Ich mache alles für andere Menschen. Alles für mich. Wenn sie auch nicht sind, natürlich auch irgendwie etwas machen könnten, bin ich eigentlich wirklich sehr supportend. Aber das wissen die meisten Menschen nicht. Die denken, ja, der Drago ist einfach so ein Werbeträger, ein Duli. Ein, ja, jemand, der nicht Unterstützung braucht. Aber ich brauche doch auch Unterstützung. Nur ich gebe die Unterstützung auch selber. Und
Ich tue meine Freunde mega unterstützen, überall. Einfach, dass sie das wissen. Gut, also dann gehen wir in die Haie. Also ich bin jetzt erst aufgestanden, es ist 5 Uhr 38. Und der Part ist schon ein bisschen länger als 30 Minuten. YouTube wird wieder meckern. Aber jo, ja, die Ding ist nicht weiter. Die Kamera ist nicht weiter einstellbar. Jo, hier gibt es überall Piraten. Betten. Also dann gehen wir hoch noch kurz. Und ich komme so langsam zum Ende. Ah ja, das sind ja eure Instrumente, stimmt. Wollt ihr mich foltern? Also hier drin stecken, das wäre ein bisschen tödlich. Hier aber so mit Tomaten beworfen zu werden. Ja, sind halt auch hart. Sie sind nicht immer weich. Lieber nicht. Gut, dann, genau. So, nächsten Part gibt's dann hier. Der Schatz. Ich hoffe, ich spawne hier nicht unter Mega-Gegner. Ich gehe mal hier hinten, weil ich ja immer das Spiel neu starten, also ganzer PC neu starten muss, sonst crasht das mit Bluescreen. Mit der nächsten Aufnahme. Gut, tschüss zusammen. Bye.